für die AfD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Zuschauer. Natürlich gibt es kein explizit sogenanntes Neutralitätsgebot. Aber es gibt das journalistische Ethos, die Forderung nach Ausgewogenheit, nach parteipolitischer Neutralität, die Trennung von Nachricht und Meinung. Das gilt für alle Medien und ganz besonders und natürlich auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mittels der Medien findet öffentliche Meinungsbildung statt. Sie sollen die Informationsfreiheit gewährleisten. Aber leisten Sie das heutzutage noch? Heute agieren die Medien und leider auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk häufig übergriffig und indoktrinierend, auch gegenüber Kindern. Kindern, die aufgrund ihrer Unmündigkeit unter einem besonderen Schutz stehen. Wenn aber eine Nachrichtensendung für Kinder ausgesprochen parteipolitisch agiert, dann kann man das nur noch Propaganda nennen. Zum Beispiel, wenn in einer Kika-Sendung des ZDFs gesagt wird, dass es eine Partei gäbe, die Menschen mit anderer Hautfarbe und anderen Religionen hassen würde. Mit einer solchen Sendung wird ein freiheitliches, demokratisches Tabu gebrochen. Hier wird eine Grenze überschritten, die nicht überschritten werden durfte. Schon lange erkennt man folgendes Stereotyp. Schreien Sie nicht so. Schon lange erkennt man folgendes Stereotyp. Je länger Ihre aktuelle falsch angelegte Politik betrieben wird, umso größer wird der berechtigte Zorn des Bürgers. Aber umso ärger wird der berechtigte Zorn des Bürgers und die Hemmungslosigkeit, mit der Sie, die Sie hier sitzen, unsere Gesellschaft spalten, unsere Nation zerstören und unserer Demokratie unzumutbare Schäden zufügen. Und das leider im Zusammenwirken mit den Medien. Ihre aktuelle Politik, die nur noch eine irrwitzige, irrationale und für den gesunden Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbare Ideologie darstellt. Ihre international-sozialistische, kulturmarxistische, etatistische, die im Duktus des hypermoralisierenden Weltenretters daherkommt. Weniger, weil diese multikulturellen Erlösungsprediger das Fremde so sehr lieben, als das eigene so sehr hassen. Genau das ist Ihre Botschaft, die Sie hier mit Ihren medialen Helfershelfern ebenso konstant wie hysterisch in allen politischen Feldern posaunen. Ununterbrochen. Vielfaltswahn, Toleranz bis hin zur Selbstaufgabe, Gendergaga, Klimahysterie, Dieselirrsinn, alles zusammen ein Irrsinn gegenüber dem der Bürger sich nicht mehr wehren darf, dessen Kosten er aber tragen soll. Wenn aber eine permanent propagierte Ideologie die Redaktionsstuben erobert, dann wird es heikel. Wenn offensichtlich linksideologisch motivierte Journalisten zunehmend für sogenannten Haltungsjournalismus plädieren und diesen praktizieren, dann wird es gefährlich. Umfragen bestätigen, dass annähernd 75% aller deutschen Journalisten sich selbst dem politisch sehr linken und linksgrünen Spektrum zuordnen. Der vom Verfassungsgericht geforderte Binnenpluralismus der öffentlich-rechtlichen Medien wird so unterlaufen und ausgehebelt. Staatsfern soll er sein und somit frei jeder staatlichen Korrekturmöglichkeit. Das Instrument ist richtig, die Korrekturmöglichkeit, die Freiheit von der Korrektur. Das Instrument ist richtig, aber es ist nicht mehr geeicht, meine Damen und Herren. Und die Rundfunkräte, die ja auch aus den parlamentarischen Reihen kommen, haben kein Interesse, das Kontrollinstrument der Aufsicht neu zu eichen. Das schadet der Demokratie, das schadet der Meinungs- und Informationsfreiheit. Es fördert die gewünschte Meinung und bestraft die kritische, falsche Meinung. Die gar nicht mehr so unabhängigen Haltungsjournalisten dienen nicht mehr dem Bürger und kontrollieren nicht mehr die Regierenden, sondern umgekehrt, die Haltungsjournalisten kontrollieren den Bürger und dienen den Regierenden. Meinungsfreiheit war gestern. Die Politiker und ihre Mediengenossen haben ein Klima der Meinungsangst in unserem Land geschaffen. Akzeptieren Sie, Herr Dittich, das
Wir hatten letzten Sonntag am Abend in Leipzig den Fall, dass Linksterroristen eine junge Frau zu Hause überfallen haben und diese brutal ins Gesicht geschlagen haben. Nur weil sie für ein kapitalistisches Bauunternehmen gearbeitet hat oder arbeitet. Ich habe mein ganzes Berufsleben auch im Medienbereich verbracht. Deshalb ende ich mit einem Zitat von Josef Pulitzer. Sie kennen den alle. Der hat einen Pulitzerpreis für Journalisten ausgesetzt. Er sagte einst, eine zynische, käufliche und demagogische Presse wird mit der Zeit ein Volk erzeugen, das genauso niederträchtig ist wie sie selbst. Das angesprochene Vorkommnis in Leipzig bestätigt genau dieses Zitat. Dankeschön. Das Wort hat der Kollege Johannes.